Ich grüße euch, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Video. Freunde, Folge Nummer 2 von Switch Deal Discup Battle. Heute einer meiner Lieblingsspieler, ihr wisst ja Bescheid, Sergio Ramos, das Trikot hängt, glaube ich, seit keine Ahnung was da hinten, das war, ist direkt aus Spanien, als Real Madrid, glaube ich, 9:1 gewonnen hatte. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Heute der Gast ist der Bruder Mukai. Mado, vielen, vielen Dank für die Einladung. Geile Serie, geiles Format, habe ich echt gefeiert gegen Tabak. Und da habe ich natürlich direkt auch ja gesagt. Die Einladung, die lasse ich auf gar keinen Fall verpassen. Vor allem mit so einem geilen Spieler, den habe ich noch nie gespielt. Ich aber der sieht echt nice aus. Bin mal echt gespannt, wie das wird. Ich bin echt gespannt. Ich habe extra für die Aufnahme habe ich mir diesen Boy geholt. Hattest du den schon davor oder? Nee. Hast du ihn auch gemacht? Ich habe extra für diese Aufnahme gemacht, lass mich nicht entgehen. Und wer das Prinzip von Switch denn nicht kennt, guckt euch am besten die erste Folge an mit Tabaco. Ist aber, wie Mu mir gesagt hat, eigentlich selbsterklärend gewesen. Ne? Und ja, mein Lieber, ich würde mal meinen, wir gehen mal zu den Teams. Boom! Alter, also ich kann jetzt nur mal von meinem Team sprechen. Das sieht übelst krank aus. Ich bin echt auch gespannt dann bei dir, wie das aussehen wird. Aber Freunde, wenn ihr mehr wollt von Switch Deal Discard Battle, einfach mal alle den Daumen nach oben ballern. Und im Anschluss dieser Folge, ganz oben in der Videobeschreibung, geht es um einen Team of the Year Spieler bei Mukai. Und ich muss euch loben, also meine Community, seine Community, wir haben es geschafft, dass sein Video, sein Squad Builder Battle, was sein erster war, über 10.000 Aufrufe geschafft hat. Das war sein erstes Video mit über 10.000 Aufrufe. Absolut krass. Da von mir nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an meine und vor allem natürlich an Pathos Community Ehre. Ohne Witz, ich habe halt noch wirklich noch nie 10k auf ein Video geschafft und ja, war echt schon wie ein geiles Gefühl, muss man einfach so sagen. Vielleicht schaffen wir diesmal ja auch nochmal. Ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Und danke, Bruder, danke. Ich würde mal meinen, wir vergeuden jetzt mal etwas weniger Zeit und stellen die Mannschaft um. Bis gleich, Leute. Ich bin ready. Ich bin mega, mega gespannt. Und Leute, heute wird mir kein Fehler passieren. Links-Rechts-Schwäche wird heute gar nicht kommen. Ich schwöre, ich verspreche es euch, ja? Ja, das macht so. Der Pato immer unabsichtlich, Jungs. Immer unabsichtlich macht er das. Ja, ist echt so. So, mein Lieber, du als Gast. Ich würde mal meinen, du machst meine drei ZOMs. Welche Formation spielst du denn? 4, 2, 3, 1. Dann machen wir den linken ZOM in die rechte Innenverteidigung. Ja. Deinen ZOM im Tor. ZOM ins Tor. Und deinen ROM ins linke DM. Ins linke DM. Genau. Alter. Das hört sich doch gut an. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ja, ich hoffe, du changest schon noch ein bisschen was, mein Freund. Gut, dann weiß ich mal, wo ich nicht mehr changen werde. Zu machen. Da ist echt noch einiges zu machen. Gut, ich habe den linken Flügel und den rechten Flügel bei dir, richtig? Richtig. Gut, dann verschiebst du bitte den rechten Flügel mit dem mittleren ZM. Ja. Und den linken Flügel verschiebst du mit dem rechten Innenverteidiger. Okay. Okay. Nehme ich so mit. Okay, jetzt kommen meine beiden ZDMs. Okay, dein linker DM geht in die rechte Innenverteidigung. Pato, hörst du mir zu? Rechte ja? Innenverteidigung. Ja, ich höre dir nicht zu. Rechtsverteidiger, Pato. Ja. Okay. Und dein rechter DM, den tauschen wir mit dem linken, mit dem LOM. Mit dem LOM? Genau. Okay. Passt. Okay, gut. Ich habe dreimal ZM. Also, mein Lieber, der mittlere ZM wird mit dem Linksverteidiger getauscht. Ja. Der rechte ZM wird mit dem Torhüter getauscht. Ja. Und der linke ZM mit dem rechten Flügel. Mashallah! Mashallah, dieser Pato, okay? Okay? Gut, die Außenverteidiger. Dein linker Verteidiger ins Tor. Okay.
Und dein rechter Verteidiger mit dem ZOM, also mit dem Zentralen, ne? Okay. Gut. Bei dir, der Rechtsverteidiger tauscht mit dem linken Innenverteidiger. Ja. Und der Linksverteidiger tauscht mit dem Torhüter. Okay, gut. Jetzt kommen deine Außenverteidiger, ne? Nein, jetzt kommen Innenverteidiger und Torhüter kommt schon dran. Ach so, bei dir schon, ne? Mhm. Dein linker Innenverteidiger geht ins rechte offensive Mittelfeld. Okay. Dein rechter Verteidiger tauscht mit dem Linksverteidiger. Mein rechter Innenverteidiger tauscht mit dem Linksverteidiger. Genau. Okay. Und dein Torwart tauscht mit dem ZOM. Mit dem linken ZOM. Mit dem linken LOM. Mit dem Okay. Gut, mein Lieber. Ich tausche deinen Torhüter mit. Mit was soll ich denn tauschen? Mit dem mittleren ZM. Ja. Der rechte Innenverteidiger tauscht. Boah, das ist schwierig gerade. Mit dem linken Flügel. Ja. Der linke Innenverteidiger tauscht. Boah, schwierig gerade. Mit dem linken ZM. Mit dem linken ZM. Genau. Okay. Okay. Mein Lieber, wie viele Joker hast du? Ich habe 1, 2, 3. Meine Gegner haben immer 3, das ist unglaublich. Wie viel hast du? Ich habe 2. 2 hört sich doch besser an, 3 ist mehr als 2, das gefällt mir. So muss das sein. So muss das sein. Okay, dann beraten wir uns ganz kurz, wie wir das machen werden. Ob wir jemanden auch einen zweiten Joker drücken, nämlich den Bronze-Torhüter. Ja, ob wir zweimal changen. Okay, weißt du was? Ich drück dir einen Bronze-Keeper. Lieber Pato, auch ich drücke dir einen Bronze-Keeper. Okay. Den Bonus nehme ich sehr, sehr gerne mit. Den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ich mache die zwei Changes. Ich habe auch schon einen Change gemacht. Ich habe den Torhüter verschoben. So, dann wieder Team fotografieren und die Bronzebank auffüllen. Boah, bin ich nervös, ey. Oh, ich auch. 2, 4, 6, 8, 10. Sag eine Zahl von 1 bis 10. Ich nehme deine 8. Also der Erste auf der Reservebank. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat ein hohes Rating, aber auf den kann ich sogar ein wenig verzichten. Das ist okay. 92 rated in Form Luka Modric. Ui. So, mein Lieber, bei dir nehme ich die 2. Oh, das tut weh. Wer ist das? Boah, Tots de Jong, das ist so wichtig. Tots de Jong? War der off Joker Position oder war der out of Position? Der war Joker Position. Echt? Ja. Also doppelt rausgenommen, ey. Aua. Das heißt, im Mittelfeld ist der, okay, du kannst ihn eh nochmal verschieben. Du kannst den Torhüter eh nochmal verschieben oder du verschiebst eine andere Position, dass du Bescheid weißt. Du musst nicht unbedingt den Torhüter verschieben. Okay, Leute, ich werde das so machen. Torwart verschiebe ich dorthin, wo Modric war. Und dann change ich einmal diese Position mit dieser Position und komme auf 56 Chemie. Gut, ich bin jetzt abnormal gespannt. Ich lade den Bruder jetzt ein. Daumen nach oben nicht vergessen, Leute. Und ja, Abfahrt. Oh mein Gott, ich bin jetzt übertrieben gespannt auf dein Team. Ich auch. Ach du Scheiße. Oha. Der Ball hat da einfach eine Icon rein. Und du hast nur eine Goldkarte. Ja, ich muss da halt Ramos irgendwie linken, ne? Ach. Einer so, dass er auf Hyperlink einer von deinen 3 Van Dijks. Einen von meinen, komm, gönnst du mal einen Van Dijk, ey. Aber abstoßen wird er sowieso nicht. Ich muss dir schon sagen, das Team sieht extrem geil aus von dir. Das war übrigens auf Fullcam, sah es noch besser aus. Ja, das kann ich mir vorstellen, meines auch. Bruder, dann viel Glück, ja? Ja, GG, Brudi, Abfahrt. Bitte nicht! Nein! Komm, nein! Oh, Ehren-Hugo-Juri! Nein! Oh. Was? Das habe ich überhaupt nicht gemacht, ich schwöre! Ich weiß gar nicht, wie das geht!
Mann, das ist halt dieser Linksverteidiger. Der hat null Abschluss. Das ist gefährlich, Alter. Das ist gefährlich. Der Dumfries! Nein! Ich will doch nur ein Tor schießen. Ah, nein. Nein. Nein, ich krieg den richtigen Spieler nicht mehr angewählt! Nein! Oh, Ehrenwörtchen. Nein, es ist so schwierig. Ja, das ist absolut schwierig, ey. Es ist so schwierig. Ah, zu hoch. Ein bisschen zu früh. Oh! Der ist hier drin! Der ist ab! Pato Family, wenn ihr Bock habt auf Freistoß und so, ne? Hier, dann hier seid ihr richtig. Hier seid ihr richtig, Mann. Und dafür gibt es nochmal ordentlich einen Daumen nach oben hier. Nur für den Freistoß hier. Alter. War das nicht bei unserem ersten Video auch so, dass ich so viele Chancen hatte? Zu krank. Boah, jetzt muss er aber fliegen hier. Komm. Safety Card, Alter. Jetzt muss ich den auch noch abschließen. Ja. Der hat doch schon Geld, ne? Ja, weg damit, ja, komm! Wird geil lange gefackelt hier! Wow, da ist das Ding! Da ist er, der Ramos! Mit seiner 500.000.000 km/h Schusskraft! Funktioniert gerade echt alles, ne? Ja, ja, das funktioniert gerade alles, Alter! Abseits. Das ist so heftig! Das ist so krass! Ich spüre nicht mal, dass du einen Isco in der Innenverteidigung hast. Ich spüre ihn einfach nicht. Das ist so heftig! Guck das an, Alter! Das ist so krass! Boom! Abfahrt! Discard Number 4, meine Freunde! Okay, also, Frechheit. Bei dir geht halt echt nichts, muss man einfach so zugeben. Jetzt wurde ich reingeholt, wahrscheinlich. Ah! Grün, ne? Krass. Ey, ich bin so wütend auf das Gameplay, dafür kannst du nicht mal etwas. So nervig. Die Ecken kommen echt gut an! Alter Falter! Ich wollte gerade sagen, die Ecken kommen mir absolut gut an! Oh! Nächste Rot. Ah, das ist wohl richtig rot, glaube ich, ne? Ich hab das ist noch nie passiert, Alter. Nee. Das ist mir noch nie passiert. Ach, da hast du Glück. Oh, was? Ja, na schon. Der hat schon gelb? Ja, der hatte schon gelb. Da muss man echt gut werden. Ich muss schon seine eigenen Mitspieler für ihn abwehren. Nicht mal meine Spieler vertrauen, Onana. Oh Mann! Ich hab von deinem Isco nichts gemerkt. Ich auch nicht. Von deinem Isco nichts gemerkt, Alter. Zu krass. Ich will über das Gameplay gar kein Wort mehr verlieren. Wir gehen ab ins Discarden. Das ist zu krank. Nee, doch, nee, mit zwei roten Karten immer noch 12 Schüsse. Das ist so krass. Zwei Pfostenschüsse, die nicht mal gezählt werden. Egal, was du schon im Vorhinein sagst, welche Position, ich stoß den schon mal safe ab. Den Onana oder schon safe habe ich den schon abgestoßen. Echt jetzt? Egal, was du sagst, ich habe den schon abgestoßen. Blindgänger. Geht schon. Hat umgestellt? Ja. Jungs, meine Mokey Army. Erstmal für dieses scheiß Drecks-Gameplay, lasst ihr auf jeden Fall erstmal einen Daumen dafür, Pato. Ist echt an sich, nicht nur für das Gameplay, sondern auch für das Format. Das ist echt mega geil, hat mir echt Bock gemacht. Und ja, Jungs, fünf Discards bei dem Team, das ihr gesehen habt, ist schon echt krank viel. Das ist echt krank viel, das tut mir auch echt leid, was ich jetzt abstoße. Aber so ist halt das Spiel, ne? Pato, ich mach's relativ kurz und schmerzlos, okay? Ja. Ich nehme deine beiden Innenverteidiger und Torwart. Ja. Und deinen beiden äußeren ZOM. Hast du 50 Cards? Ja, ne? Ja, drei Tore, zwei rote Karten. Alter, du hast mir eine richtig bedeutsame Karte abgestoßen. Wen, ne? Zwei sogar. Du hast mir zwei richtig bedeutende Karten abgestoßen für dieses Gameplay. Okay. Oh, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Erstens danke ich dir, dass du diesen Onana eigentlich eh selbst abgestoßen hättest. Der war links Innenverteidiger. Rechts Innenverteidiger Angelino Tots. Ja. Linker ZOM.
Der war eh gemeint, ne? Linker, beide genau. Außen-Tattoo-Ems, ne? Ja. Ist blind. Aber jetzt kommen die zwei Karten. Milinkovic-Savic, Full Birthday, bekomme ich nicht mehr. Okay. Ciao. Genauso wie Sergio Ramos. Aua, den hast du erst gestern gemacht, ne? Im Stream, ne? Ja, das war das erste Spiel. Okay. Aua. Aber ich hatte Icon zum Glück noch. Wo war denn Raul? Raul war Linksverteidiger. Okay, die Icon lebt noch, weil die ist tradable. Der Jong ist auch tradable, First Owner sogar. Oh, okay. Aber ich bin sogar über Milinkovic-Savic am meisten traurig, muss ich schon sagen. Ja, glaube ich dir. Ist eine geile Karte. Ist echt eine geile Karte. Aber vielleicht kommt sie ja wieder. Ja. Na, jetzt braucht man den eh nicht mehr. Aber es war prestigemäßig. Egal. Egal, Leute. Aber Mukai oder Mo hat das mega, mega stark gemacht. Keine Frage. Ist ja klar, dass ich dann beim Gameplay dann nicht mehr so oft happy bin, wenn man so... Es kommt mir so vor, als würde so viel gegen mich laufen mit den 2 Pfostenschüssen. Seine Pässe, wirklich, egal welcher Winkel er stand, die Pässe kamen an. Das war so schrecklich zum Zuschauen, Leute. Ja. Und ja, ist egal. Ragen, ihr kennt das, aber ich glaube, ich habe eigentlich eh noch selten bei FIFA 19 in Videos geraged, von daher... kann man das schon mal durchgehen lassen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben. Und ich hoffe, ganz oben in der Videobeschreibung der Link. Da geht es hoffentlich zur, wie heißt das, Revanche. Mir ist aufgefallen, immer wenn ich discarden muss, muss ich nicht nur einen discarden, ich muss gleich 5-6 discarden. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, Leute. Ab ins Rückspiel. Bruder Mau. Du hast deine letzten Worte. Ciao, Leute. Ja, Pato, ich habe eigentlich nur Danke zu sagen für die Einladung. Hat mir Bock gemacht. Dir glaube ich nicht so. Und ja, wir sehen uns dann im Rückspiel. Von mir aus auch, Jungs. Ciao.